Hallöchen! Willkommen zum nächsten Guide in unserer Valheim-Guide-Serie. Heute natürlich mit dem Thema Eisen und Stein. Weil ihr den Steinmetzener hinten seht, den schaltet ihr halt auch frei, sobald ihr dann das erste Mal Eisen hergestellt habt. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mich noch ein bisschen unterstützt, indem ihr meinen Kanal abonniert und das Video natürlich liked, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten schreibt etwas in die Kommentare, falls ich was vergessen haben sollte oder irgendwelche Anregungen. Ihr kennt das Ganze ja. So, und dann würde ich sagen, legen wir mal direkt los. Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben schon fleißig hier ein bisschen produziert. Wir waren schon zwei, dreimal Eisen holen gewesen. Dazu brauchen wir ja die Schmiede. Da könnt ihr dann ganz normal die Eisengegenstände später wieder herstellen. Ich würde euch auch natürlich wieder mit als erstes empfehlen, möglichst zuerst hier so eine Eisenspitzhacke zu bauen, damit ihr wieder schneller, besser und mehr abbauen könnt. Ähnlich wie das mit dem Kupfer der Fall war. Die Eisenaxt hier, die braucht ihr tatsächlich nicht zwingend jetzt sofort zu machen. Gibt da zwar neue Bäume, aber die könnt ihr auch mit der Bronzeaxt umschubsen, zumindest bis dato. Also braucht ihr da aktuell noch nicht die Eisenaxt. Viel, viel wichtiger ist, ihr braucht den sumpfiger Schlüssel. Den haben wir ja beim zweiten Boss bekommen, als wir den gelegt haben. Dazu habe ich natürlich auch einen Guide, den verlinke ich hier mal in der Infobox an der Stelle. Und zwingend erforderlich wäre aber, dass ihr noch eure Bronze-Rüstung dann habt oder hergestellt habt für den Sumpf und auch Bronze-Waffen. Ich habe jetzt hier schon den uralten Rindelspeer, das ist der nächste Speer, den man dann herstellen kann, wenn man da Eisen und die neuen Bäume halt ein bisschen gefarmt hat. Aber das solltet ihr beachten, dass ihr auf jeden Fall eine Bronze-Rüstung und vernünftige Waffen habt, wie den Edelholzbogen ein bisschen hochgelevelt, aber das solltet ihr ja schon beim Boss-Guide dann gemacht haben. Ansonsten Gegengifttränke, die braucht ihr auf jeden Fall, damit ihr da weniger Schaden bekommt. Da ist nämlich doch so ein bisschen mehr, was da kreucht und fleucht, was euch mit Gift vergiften möchte. Dementsprechend vernünftiges Essen. Das hier ist auch schon ein neues Buff-Food, die Würste. Die bekommt ihr halt erst später, also nehmt euch Karottensuppe mit, damit ihr genug Ausdauer habt, eine Marmelade und noch ein Stück Fleisch. Dann seid ihr erstmal ausgerüstet. Oder gut aufgestellt, das sind ja die Essenssachen, die wir bis dato so herstellen können. Nimmt ordentlich Pfeile mit. Da habe ich jetzt gerade nicht mehr ganz so viele, da werde ich gleich nochmal ein paar nachlegen wahrscheinlich. Und wie das Biom aussieht, wo ihr hin müsst. Ups, einmal rauszoomen ein bisschen. Ist an sich ganz einfach. Da bin ich doch gestorben mit einem Seeschlangenfight und da war noch ein Troll an Land gewesen. Das war ganz lustig gewesen. Ja, so sieht das Biom aus, wenn ihr ins Sumpfgebiet wollt. Das müsst ihr dann suchen. Wir hatten hier oben den Uralten gehabt, den zweiten Boss. Da war schon direkt Sumpf, aber da war gar nichts. Also sind wir einmal rüber geschippert, das hatten wir schon gesehen. Hier war noch ein Biom. Ihr seht auch schon, da ist recht viel mit Eisen. Geysir ist auch recht interessant, da werde ich noch einen separaten Guide zu machen. Den werde ich dann auch hier zu dem Punkt jetzt dann verlinken an der Stelle im Video, wenn ich den dann mal gemacht habe. Und ansonsten kann ich euch nur empfehlen, macht hier auch wieder ein Portal, wenn ihr ein vernünftiges Gebiet gefunden habt, wo ihr gut Eisen abbauen könnt. Damit ihr dann, wenn ihr mal sterben solltet, wieder schnell da spawnen könnt. Nicht spawnen, sondern schnell hinreisen könnt. Und hier haben wir noch eine neue Schiffanlegestelle, wo wir immer mit dem Schiff anfahren, wenn wir das Eisen abholen wollen. Gibt auch noch eine andere Methode, die werde ich am Ende des Videos mal erzählen. Aber da bin ich jetzt nicht so der riesen Fan von, weil es halt so, ja, ein bisschen gegen die Spielmechanik querschießt und auch eine Menge Spielspaß nimmt. Und ja, genau, ansonsten, wenn ihr dann das erste Mal Eisen habt, ne, wie gesagt, stellt euch zuerst die Spitzhacke her und dann, nee, da ist es das Langschiff mit 100 Nägeln. Da ist es jetzt anders, da macht ein Eisen nur noch 10 Nägel, nicht mehr 20, wie das bei, wie es bei Bronzenägeln war. Ich zeige das nochmal eben. Na, wo sind sie denn? Da, Eisennägel. Da bekommt man jetzt nur noch 10 Nägel von einem Eisen. Aber wenn ihr das bessere Schiff dann baut, und man sieht ja auch schon, ich gehe mal eben hier raus, dann müsste man es aber besser sehen. Okay, wir müssen wahrscheinlich Wasser haben, damit das anzeigt, zum Platzieren. Dann rennen wir da nochmal schnell hin. Achso, der war auf Reparieren. Okay. Ne, da seht schon, das ist deutlich größer. Hat auch um einiges mehr an Frachtraum. Also ihr könnt dann viel, viel mehr mitschleppen. Hat auch deutlich mehr Platz wie so eine einfache Kiste, die wir bis dato bauen können.
Und das Schiff ist natürlich nochmal schneller, ne? So, wir sind im Sumpf angekommen. Ja, kaum springe ich ins Wasser, geht die Fackel aus. Ich dachte, ich mache mal die Fackel an, damit ihr ein bisschen mehr seht. Aber so lange hält die jetzt auch nicht mehr. So, so sieht das Biom aus. Da haben wir auch schon unseren ersten Giftfreund da hinten. Ich habe auch schon die Tränke alles reingemacht, Food. Das ist so ein Flubber. Ihr seht auch hinten so Klippe an Bäumen. Den könnt ihr zumindest, wenn er unten ist, mit einer Axt kaputt machen. Bisher mit Pfeilen runterschießen konnten wir den noch nicht. Jetzt auch die Fackel kaputt gegangen. Wir haben es aber noch nicht mit Eisenpfeilen ausprobiert. Das kann sein, dass es mit Eisenpfeilen geht. Die haben wir aber noch nicht hergestellt. So, und ich würde euch immer empfehlen, hier möglichst diese Flüsse zu vermeiden. Wenn es geht, rüberspringen. Da sind auch so Blutegel drin. Die können euch halt auch sehr gern vergiften. Ah, Pilze. Nehmen wir doch gerne mit. Ah, da ist schon so einer. So, und das ist noch so ein Flubber. Das ist jetzt ein Elite-Flubber. Da bei denen müsst ihr aufpassen, wenn er die killt. Da kommen dann nochmal zwei von diesen Grünen raus. Also ist es nicht erledigt, wenn ihr den besiegt habt. So, und hier aber so eine Krypta. Nur normal müsst ihr das noch aufschließen mit dem Schlüssel. Die haben wir halt jetzt schon aufgemacht. Da gehen wir rein, bevor der Blub da kommt. Ich nenne sie immer gerne Flubber. Und es gibt auch so Draugr hier in der Region. Da sind auch noch neue Mobs. Und ja, eigentlich unser Objekt der Begierde ist hier dieser Schlamm. Ein schlammiger Schrotthaufen. Wenn wir darauf rumhauen. Ich hoffe, das ist jetzt auch hier der Fall. Dann bekommen wir Eisen daraus. Aber es scheint jetzt nicht gerade der Fall zu sein. Natürlich wieder Vorführeffekt. Es kann aber auch sein, dass hier so sumpfige Knochen, irgendwas nannte sich das, glaube ich. Auch ein Bogenschütze rauskommt. Oder auch Lederreste. Ja, die Bogenschützen müsst ihr übrigens aufpassen. Die machen doch relativ gut Schaden. Diese. Das ist so ein Draugr. Na, da steht's, Draugr. Boah. Den einen machen wir jetzt mal eben platt. Wenn er dann mitspielt. Ach, zu schnell geschossen. Na komm. Dann machen wir es anders. Dann mal hier hoch. Ah, hier ist so ein Spawnpunkt direkt. So, und hier ist auch eine Kiste. Da kann man nämlich. Oh, jetzt. Scheiß Höhenunterschied hier immer im Spiel, ne? Mein Gott. In diesen Kisten, ne, da kann jetzt, ja, hier sind jetzt Giftpfeile und Perlen drin. Da kann aber auch halt dementsprechend Eisen zum Beispiel drin sein, was wir jetzt nicht gefunden haben. Ne, Pilze gibt es hier. Eine Rubine, die alles hier rumliegt. Mit dem Eisen haben wir jetzt gerade kein Glück gehabt, ist aber nicht so schlimm. Einziges, was ich euch noch empfehlen würde, wenn ihr dann so eine Kiste, die sind meistens relativ in der Nähe des Eingangs, wenn ihr dann so ein ja, so ein Dungeon hier, so eine Krypta durch habt oder zwischendurch schon voll seid, weil das Eisen ist ja auch wieder schwer, sammelt das möglichst an der Kiste am Eingang und dann, wenn ihr die geklärt habt hier, diese Krypta, und dann könnt ihr alles zu eurer Portalbase bringen. Das würde ich euch zumindest so empfehlen. Es kann natürlich auch sein, dass wenn ihr anfangs reinkommt, ups, hier war ja jetzt wirklich alles zu, dass hier schon direkt Mobs sind, ne? Dann ist es ähnlich wie mit den Dungeons, wo die Skelette drin waren. Diese Ruinen da. Hier hoch kommen die nicht. Das heißt, ihr könnt die von hier oben dann in Ruhe mit dem Bogen kaputt machen. Oder wenn es halt so ein Flubber ist. Die machen halt eine Giftwolke. Die werden euch dann hier treffen. Genau wie die Bogenschützen. Denen werdet ihr nicht so leicht ausweichen können. Wir probieren jetzt aber nochmal ganz kurz unser Glück. Genau, und guckt immer mal auf den Boden auch. Ich meine, das ist jetzt gut sichtbar, das hier. Aber hier so eine Kante wie da, ne, da ist auch noch Schlamm. Da müsst ihr in den Gängen immer mal ein bisschen genauer gucken. Häufig ist auf dem Boden immer noch mal, also das ist jetzt auch nicht zu übersehen, dass da noch schlammiger Schrotthaufen ist. Aber häufig sind da irgendwie noch so kleine Fitzel, die dann angezeigt werden. Ist auch manchmal ein bisschen tricky, die noch zu treffen. Aber es lohnt sich halt immer wirklich jeden Schlammrest auch mitzunehmen. Da, jetzt haben wir Eisenschrott bekommen, da oben steht's. Weil bevor ihr irgendwas nicht trefft und dann später eventuell doch noch der Eisen drin war und das nicht bekommen habt, ist ja immer ärgerlich.
Also guckt da ruhig immer mal ein bisschen genauer. Das ist noch so ein Tipp, den ich euch mitgeben kann. Und hier die Stelle scheint aber jetzt fertig zu sein. Dementsprechend würde ich jetzt eigentlich nochmal schnell zum Portal gehen und da euch was zeigen. Und dann an der Base nochmal kurz was zeigen. Aber da fällt mir gerade ein, ich möchte euch nämlich noch gern zu den Upgrades etwas sagen. Mir fällt aber ein, es gibt hier noch... Ja, Flabber, auf dich haben wir jetzt keinen Bock. Es gibt hier auch noch Geister in dem Gebiet. Die schwirren dann immer oben so in den Baumkronen herum. Ah, Skelett, ja stimmt, Skelette gibt es hier auch noch. Ne? Die dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen aber in die Richtung laufen. Die Geister hier erscheinen aber nur nachts. Das heißt also, ihr müsst dann zwingend auch mal nachts hier ein bisschen farmen gehen. Und von den Geistern bekommt ihr sogenannte Ketten. Die Ketten braucht ihr zum einen, um ein paar Objekte herstellen zu können. Aber auch um ein gewisses Upgrade für die Schmiede bauen zu können, nämlich den Blasebalg. Der möchte 4 Ketten haben, also müsst ihr mindestens gezwungenermaßen schon mal 4 Ketten hier sammeln gehen in dem Gebiet, damit ihr das Upgrade dann auch bauen könnt. Ich meine, es ist dann Upgrade-Stufe Nummer 5 und die anderen beiden, die neu dazukommen, Nummer 6 und 7. Die müsst ihr jetzt nicht zwingend direkt am Anfang bauen, weil die neuen Sachen müsst ihr ja sowieso erstmal dann bis auf Stufe 4, was ihr dann eh schon von der Schmiede habt, hochleveln. Das wird ja auch ein bisschen dauern, vor allem wenn ihr das überhaupt so hochleveln wollt. Dementsprechend müsst ihr euch natürlich einiges an Eisen dann besorgen. So, ich möchte aber jetzt gerne noch kurz was zeigen am Portal. Dementsprechend konnte ich jetzt den Weg gut überbrücken, euch das mit den Upgrades und mit den Geistern zu erzählen. Oh Schweinchen, ihr könnt euch jetzt vom Acker machen. Macht Tür zu, dann geben wir auch keiner am Keks. So, ne, hier ist unsere kleine Portalbase. Wie ihr seht, das Portal geht gar nicht an. Ja, ganz einfach, liegt nur daran, dass, wo ist es da? Der Eisenschrott hier, der hat da oben so ein Symbol mit einem X durch, das ist ein Portal. Mensch, ihr gebt mir jetzt aber auch einen Keks, ey. Ach so, der ist das. Ja, jetzt haust du wieder ab, ne? Wenn ihr sowas da drin habt in eurem Inventar, das kann ja auch Zinn und Kupfer schon von vorher sein. Die Objekte haben ja sowas auch. Mit denen könnt ihr nicht durchs Portal reisen. Das funktioniert nicht. Ne? Wenn wir jetzt da durchgehen, ein Gegenstand verhindert das Teleportieren. Schmeiße ich das aber jetzt hier rein. Ach, da war sogar noch eins drin. Dann seht ihr, jetzt geht das Portal wieder sofort auf und wir können dementsprechend auch da durchgehen. Und das ist übrigens auch die hässlichste Portalanimation, die ich bis dato in irgendeinem Spiel gesehen habe. Tut mir leid, aber ist einfach so. Und ja, ne, dann sind wir wieder zu Hause, wie ihr seht. Und dann wollte ich euch ja noch kurz was zu den Upgrades gesagt haben. Ja, mein Kollege wird das ganze Eisen schon aufgesammelt, eingeräumt haben. Der Mel wird wohl aktiv gewesen sein. Ja, genau, ne. Hier, das ist der Blasebalg, das wollte ich gesagt haben. Da braucht er halt die 4 Ketten für. Den rufen wir mal eben auf. Eine hier Herstellung. Da oben ist er. 4 Ketten, 5 Hirschfell und 5 Holzfell. 5 Holzfell, ja, ist klar. 5 Holz. Die zwei anderen Sachen, die sind natürlich überhaupt kein Problem. Ja, ansonsten, wenn ihr das erste Mal Eisen hergestellt habt, schaltet ihr auch diesen Steinmetz frei, wie eben ja schon erwähnt. Der braucht auch nur 10 Holz und 4 Steine, also auch super easy herzustellen. Und die anderen Upgrades, die sind dann hier noch das Werkzeuggeschnell, das braucht schon 15 Eisen und 10 Holz. Und der Schmiedeamboss, der braucht dann schon 20 Eisen und 5 Holz. Ich meine, haben wir jetzt auch schon hier stehen, das haben wir schon gemacht. In der kurzen Zwischenszene, wo ihr jetzt nicht da wart. Und ja, ne, dann einfach aus dem Grund, damit ihr die Sachen halt auch seht. Wir hatten ja ein bisschen Eisen hier noch rumliegen gehabt. Und ja, ne, so sehen die ganzen Upgrades dann aus. Wir sind jetzt natürlich auf Stufe 7 da schon, da habe ich auch eben von gesprochen. Das liegt hier an dieser Schleifscheibe. Wenn ihr dann diesen Steinmetz gebaut habt, da könnt ihr diesen Wetzstein herstellen und damit, und ich glaube auch nochmal Holz war es, mal eben schnell gucken. Ja, 25 Holz braucht das kleine Gestell, schon ziemlich krass. Dann könnt ihr diese Schleifscheibe halt herstellen und die gibt dann auch nochmal
ein Upgrade für die Schmiede hier. Und dann seid ihr halt auf Stufe 7. Aber ob ihr jetzt direkt das Eisen halt für das Werkzeuggestell und den Schmiedeamboss raushauen wollt, müsst ihr entscheiden oder euch lieber nicht erstmal ein paar vernünftige Eisensachen herstellt. Weil, sind wir mal ehrlich, das sind Stufe 6 und 7. So schnell werdet ihr nichts auf die Stufe upgraden müssen. Dementsprechend spart euch vielleicht anfangs das Eisen von den Sachen und baut euch lieber eine vernünftige Eisenrüstung und ein bisschen Waffen oder Werkzeug. Da werdet ihr erstmal mehr von haben. Ja, und ansonsten habe ich noch gesagt, es gibt ja noch einen anderen Tipp, wie man relativ einfach das Eisen transportieren kann, ohne dann das Problem mit den Portalen zu haben oder so spaßige Schifffahrten zu haben wie wir. Wir haben ja immer hier noch Seeschlangen. Deswegen sind wir auch da gestorben, weil da sind wir an Land gegangen. Da kam noch ein Troll und mit ein paar Greys sogar noch zusammen. Wir hatten aber kein Buff-Food drin. War halt eine spaßige Sache und so ein Spielspaß, den verliert ihr natürlich dann. Wir mussten da wieder mit einem anderen Schiff dann dahin fahren. Das geht alles mit dem anderen Tipp verloren. Den werde ich euch aber jetzt gleich zeigen. Dafür muss ich nochmal kurz umloggen. Kleinen Moment. So, und zwar geht es hier um dieses Seed. Das ist eine Map, wo ihr direkt in ein Sumpfgebiet laufen könnt, ohne mit dem Schiff groß was rumfahren zu müssen. Da könnt ihr dann euch eine kleine Base irgendwo dann dahin bauen, wo ihr ein paar Kisten habt, euer ganzes Eisen dahin bringt und dementsprechend euch das zusammencraftet. Und wenn ihr das natürlich dann dementsprechend habt, könnt ihr euch in eurem Hauptspiel, ne, bei mir, was ich euch jetzt, wo die ganzen Guides drauf sind, das ist das hier. Da könnte ich mich dann in der Mainbase vor den Kisten ausloggen. Ziehe mir natürlich möglichst vorher allen Krempel aus, mache das Inventar leer, dass ich möglichst viele Eisenstacks mitnehmen kann. Log mich dann wieder auf den Eisenseed ein. Da gehen wir jetzt auch mal rein. In der Zeit kann ich es euch nämlich erklären. Wenn wir uns dann da wieder eingeloggt haben in unsere Base, die wir da gebaut haben, das muss ja nichts Besonderes sein, einfach eine kleine Hütte mit einem Bett, falls man mal stirbt, dass man schnell da spawnen kann und nicht den ganzen Weg wieder laufen muss und halt ein paar Kisten da stehen hat, dass man sein Zeug lagern kann, dann lockt man sich am besten da natürlich vorher aus an der Stelle vor den Kisten, lockt sich dann mit dem Inventar leeren Charakter wieder an der Stelle ein. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Hier scheint aber nichts zu sein, was uns angreift. Und dann kann man sich dementsprechend halt, ne, das Eisen, wenn man jetzt hier die Base hätte, reinkommt, an die Kiste gehen, Eisen einlagern. Oh, Bogenschütze. Na, ist aber nicht für uns gewesen. Okay. Ne, nimmt sein Eisen in die Taschen rein, ne, macht sich sein Inventar voll. Da ist jetzt anderer Krempel drin. Und wenn ihr das gemacht habt, lockt ihr euch halt hier wieder aus. Und könnt dann dementsprechend euch im Hauptspiel wieder einloggen und habt das ganze Eisen sofort vor Ort, ohne groß mit dem Schiff oder mit dem Portal das Problem zu haben. Und zwar, wenn ihr dann die Seed nutzt, die ich euch hier in die Info geschrieben habe, startet ihr dort. Im Prinzip einfach nur nach rechts laufen, hier dem Meer, also den Strand entlang folgen. Hier hatte ich hier jetzt vorsichtshalber mal ein Bett gebaut, wenn ich hier alles freischalte und sterben sollte, was ich auch bin. Da waren locker 5-6 Bogenschützen auf einmal, die haben mich direkt quasi gewonnen, hittet alle. Habe ich mir hier mal einen kleinen Platz gemacht. Ihr könnt euch auch hier irgendwo was machen. Hier ist wohl ein großer Berg. Müsst ihr halt gucken, wo ihr euch dann eine Hütte was baut, wo ihr das Eisen sammelt. Aber ansonsten, ihr seht halt, ne, hier sind jede Menge Krypta. Ich lasse jetzt auch mal so einen Moment offen, dass ihr euch das eventuell screenshotten könnt oder ein Foto macht, wie auch immer. Und Geysire gibt es hier auch 2 Stück. Wie gesagt, da werde ich ja auch nochmal einen kurzen Guide zu machen. Ansonsten geht es hier noch weiter runter ins nächste, weitere Sumpfgebiet. Hier sind auch nochmal ein paar Krypta. Hier war zufällig ein Geist, da war gerade Nacht, da war ein Geist-Spawn-Punkt. Den habe ich euch auch mal direkt mitmarkiert. Hier war noch so ein Brunnen. Aktuell gibt es da keine Funktion für, vielleicht kommt da noch irgendwas. Dann ging es hier noch ein Stück runter, da war aber Ende. Und hier ist sogar auch schon das weitere Biom, was man später braucht, aber das ist jetzt, glaube ich, uninteressant. Dementsprechend, warte, ich lasse noch einen Moment offen, dass ihr da Screenshot machen könnt oder Foto. Dementsprechend, soll es das von diesem Tipp aber auch schon gewesen sein. Ne, mit dem Ein- und Ausloggen, das habe ich ja gerade schon erklärt. Sind auch einige Kryptos. Aber wie gesagt, man verliert halt eine Menge Spielspaß dadurch und, ich bin nicht so der Freund von, auf unserer Karte haben wir eh genug Eisen. Deswegen werden wir das halt nicht machen, wie schon gesagt.
So, das soll es aber jetzt auch gewesen sein. Schon wieder eine ganze Menge geschnackt jetzt am Ende. Aber ich denke mal, das ist insgesamt ein ganz cooler Tipp, falls man doch große Probleme haben sollte, an Eisen zu kommen. Aber wie gesagt, wir werden es nicht nutzen. Und das soll es dann jetzt auch schon wieder gewesen sein von mir. Ich hoffe natürlich wie immer, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da, abonniert mich, schreibt was Nettes in die Kommentare. Und ansonsten haut da rein, euer Nobody. Ciao, ciao.